Hallihallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin der M-King und begrüße euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Und zwar spiele ich heute mit der UMP und als Sekundärwaffe mit meiner Oma. Ja, ihr habt richtig gehört, denn meine Oma ist auch gleichzeitig mein erstes Extra und zwar One Man Army. Als zweites Extra habe ich Hardliner Pro und als drittes Extra habe ich Ruhige Hand Pro. Meine Killstreaks sind 7, 9 und 11. Die Harrier, dann den Payflow und dann den Chopper Gunner. Ja, und bevor ich jetzt viel über das Gameplay rumquatsche, möchte ich mich erstmal bedanken und zwar bei einer gewissen Person namens Speedy. Und natürlich auch bei euch, denn ich habe heute meinen 200. Abonnent bekommen. Dafür bedanke ich mich sehr bei euch. Ja, und zwar hat Speedy mir meinen Channel-Hintergrund gemacht, mein Background und macht jetzt meine Montage und das ist wirklich ein super Editor. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Also ich kann ihn nur empfehlen, wenn ihr Anliegen habt oder irgendwelche, wenn ihr irgendwas braucht, schreibt ihn an. Er kann vieles und kann auch vieles organisieren. Und wenn euch seine Videos gefallen, lasst ihm doch gerne ein Abo da. Da wird er sich riesig drüber freuen. Und ja, Speedy, ich möchte mich bei dir bedanken. Danke, 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 dass du das alles für mich machst. Das ist, das versteht sich nicht von selbst. Und ja, danke Speedy und Leute, schaut bei ihm vorbei. Er ist wirklich klasse. Ja, wie ihr seht hier zum Gameplay, ich tuddel hier nur so ein bisschen rum. Lege ab und zu mal eine Claimer und ja, die haben eigentlich keine Chance, denn ich bin hier so in meinen Gebäuden und wenn die reinlaufen, ich werfe denen das dann an eine Birne und dann haben sie halt einfach keine Chance, ja. Ich müsste mittlerweile beim 5. Kill sein. Ja, jetzt hier mache ich den 6. und da ich ja mit Hardliner spiele, habe ich auch meine Harrier. Und suche mir dann natürlich eine sichere Ecke, um meine Harrier zu starten. Und das ist einfach hier auf den Stein. Ja, ich warte ein bisschen und höre, dass dort jemand sein Care Package ruft. Und wie ihr wisst, ist bei Freefall immer viel los und da sind zwei, sogar drei Punkte und deshalb weiß ich, dass da das Care Package ist und haue auch da meinen Harrier-Schlag hin. Und wie ihr jetzt seht, genau da ist das Care Package. Und das Gute daran ist, dass mein Harrier auch noch darüber flattert über diesen Bereich. Das heißt, wenn da jemand hinkommt, wird er auch direkt abgeballert. Ja, und ich campe hier jetzt ein bisschen und lasse den halt Kills machen. Und hoffe dann so natürlich meinen Chopper zu kriegen, ohne viel Arbeit. Hier ein bisschen auf den Stein chillen, das ist doch ganz locker. Das Problem ist nur wieder, dass einer sich auf der Stelle steht, mit seinem MG darauf ballert und der Harrier halt so verbuggt ist und ihn nicht killt. Ja, also ich hoffe, das wird sich in MW3 wirklich ändern. Diese ganz, ganz vielen erheblichen Bugs, die das Spiel wirklich stören. Und als heutiges Thema habe ich was ziemlich Aktuelles gewählt, denn ich denke mal, für viele von euch hat es auch wieder angefangen. Das ist ein lästiges Thema, ich weiß, aber das möchte ich heute einfach mal ansprechen, und zwar das Thema Schule. Ja, ich bin jetzt auf einer anderen Schule, ich hatte 2,5 Monate Ferien, da ich im Abschlussjahr war und meine 10. Klasse gemacht habe und bin jetzt auf eine neue Schule, mache mein Abitur und das war schon eine ziemliche Umstellung. Ich bin heute den zweiten Tag da gewesen und ich hatte heute auch schon direkt mal Langtag, was natürlich nicht so erfreulich war. Ich versuche, dass Gameplays kommen, aber ihr merkt schon, es wird weniger, weil Schule ist halt auch wichtig und aber ich möchte auch euch nicht in den Hintergrund stellen und deswegen, ich versuche alle 3 Tage, alle 2, 3, vielleicht auch mal 4 Tage ein Gameplay zu bringen, dass es mindestens 2 bis 3 in der Woche sind. Ja, also schaut immer vorbei, ich werde alle 2 bis 3 Tage ein Gameplay hochladen und ich mache das auch für euch, um euch ein paar Tipps zu geben und hoffe, dass es anerkannt wird. Und ich frage mich natürlich, wie das bei euch ist. Deswegen könnt ihr gerne in den Videokommentaren mal schreiben, in welcher Klasse ihr seid, wie alt ihr seid, auf welcher Schule ihr geht, ob ihr jetzt einen Schulwechsel hattet oder ob ihr sitzen geblieben seid. Ja? Und das zweite Thema, was ich heute ansprechen möchte, das erste Thema ist ziemlich schnell fertig gewesen. Ich möchte euch das nur kurz sagen.
Gameplays. Ich versuche es, ich bemühe mich für euch Gameplays hochzuladen und auch Tutorials und Co. Aber bitte, wenn nichts kommt, seid nicht enttäuscht. Ich versuche es wirklich, ja. Das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Thema Clan und Member. Unser Clan hat sich jetzt leider aufgelöst. Meine Leader hören jetzt auf mit Zocken. Mein Hauptleader, der war ja auch ziemlich groß auf YouTube, hat jetzt so um die 2600 Abonnenten. Und vielleicht seid ihr auch durch ihn auf mich gestoßen, ich weiß es nicht. Aber ja, deshalb bin ich momentan ohne Clan. Und ja, ich war in dem Trickshot-Clan. Und das ist natürlich jetzt ziemlich ärgerlich. Ich habe jetzt seit einigen Wochen nicht mehr richtig gequickscoped, denn mein Leader war auch im Urlaub. Und ihr wisst ja, wie das ist. Dann läuft das nicht so, wie das soll. Und ja, also ich würde gerne mal wieder ein Intervention-Gameplay hochladen. Oder ich würde im Allgemeinen, ich habe ja noch keins hochgeladen. Ich hab's einfach vergessen, ja. Ich würde einfach gerne ein Intervention-Gameplay hochladen. Und wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt auch gerne in den Kanalkommentaren, in den Videokommentaren, ob ihr das sehen möchtet oder nicht. Weil einige mögen das Snipern und die Intervention gar nicht und können damit gar nichts anfangen, möchten das auch erst recht nicht sehen. Und wie ist das mit euch? Soll ich mich da wieder hinterhängen und mal wieder mit der Intervention ein bisschen trainieren, ein bisschen Quickscope, ein bisschen in eine Sniper-Lobby gehen und euch dann mal wieder ein schönes Intervention-Gameplay, weiß ich nicht, mit einem 30:0 präsentieren? Schreibt mir das noch in den Videobeschreibungen, in den Videokommentaren. Ja, Videokommentaren. Und, ja, Leute, das war's auch schon von mir wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut das bewerten, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Euer M-King.